So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play. Eine Runde Sky Factory. Heute bin ich alleine. Was? Nee, glaub nicht. Ach so, doch nicht. Nee, leider. Ja, schade eigentlich, mir bleibt auch nichts erspart. Keine Ahnung, wo der ist. Ach, da ist er. Ja, hallo. Ja, heute geht's in Richtung Fliegen. Nicht Fliegen, Falle, aber Fliegen. Wir wollen ja auch nochmal irgendwann das Achievement, also da steht hier irgendwo eins von wegen, man soll fly. Ah ja, hier genau, Fly. Suicide, AK Void Sandwiches. While tasty, do not count as Fly. Also das heißt, wenn ich Street da über den Rand der Welt schubse, dann ist er nicht geflogen. Nee. Dann ist er zwar geflogen und ist wahrscheinlich ein bisschen böse auf mich, aber er ist halt nicht in-game geflogen. Muss man gerade mal was gucken hier. Okay. Weil irgendwie die Framerate sah gerade so komisch aus. Nicht, dass ich wieder hier eine Stunde lang meine Dingens aufnehme. Meine Konsole. So. Und wir haben uns gedacht, bei der ganzen Mod-Sache geht eigentlich nur Dartcraft. Na, was anderes als Dartcraft können wir nicht verwenden. Jo, dafür braucht man als erstes mal so ein Force Rod. Warte mal, das war. Wie ging denn nochmal ein Force Rod? Tja, wer weiß das schon? Force. Ja. Rod. Rod Todd, ich bin's Gott. Dafür braucht man auch noch einen Force Ingot. Siehste. Einen Force Ingot. Ich nehme mir gleich 50 raus, weil ich gierig bin. So, dann baue ich gleich mal 2 Stück, damit der Jute Klaus auch gleich einen hat. Ja, warte mal, hast du Force Sticks? Ach, brauchen wir ja auch noch. Nee, habe ich nicht. Moment, kriegen wir. Bring doch mal bitte ein bisschen Holz runter. Ja, unsere Lava-Anlage hier, die müssen wir auch noch mal ausbauen. Ich überbrück das mal einfach. Das ist hier einfach alles zu wenig. Dafür müssen wir allerdings sehen, wie und wo und was und keine Ahnung. Wir haben das Ganze jetzt erstmal hier vorübergehend ausgeschaltet, weil wir brauchen gleich die Energie hier. Cool, dass das im Tank wabert, das sehe ich jetzt erst. Ja. Rollo. Ja. Komm mal kurz her. Was denn? Siehst du da drin die Force Games? Force Ingot? Die sind falsch. Da müssen Force Nuggets rein. Sie sind da Force Games rein. Nur habe ich mich vertan. Gut. So. Ja. Ein Force Stick für mich, ein für dich. Dankeschön. Jetzt brauchen wir natürlich so einen Force Infuser. Und jetzt ist natürlich. Alter! Das sieht aus wie hier Lego. Cool. Jetzt ist die Frage, welcher Knopf war das, um da ranzukommen? Ja, ich bin auch gerade am gucken. Options, Controls. Ach, der Street, der guckt währenddessen. Schau ich doch mal, wir müssen jetzt ja einen Enchantment-Table bauen. Enchant. Reicht schon. Da wissen wir aus dem Vanilla-Minecraft, wir brauchen 4x Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch. Was ist? Willst du wissen? V. Ja, V. Ja. Na gut, kommen wir gleich zu. So, jetzt ist natürlich klar, wir brauchen für den Enchantment Table Bücher. Jetzt haben wir gesagt, ja, Bücher. Hm, toll. Bücher halt, ne? Der Jute Street hat da, glaube ich, mal, ich muss mal auf Receipts drücken. Receipts, wie auch immer. Woodchips hat er hergestellt. Richtig. Jed im Pulverizer, im Pulverizer. Da hat er einfach. Pulveritzer. Genau. Im Pulveritzer hat er einfach mal ein bisschen Holz reingepackt und da kommen dann diese Woodchips bei raus. So, die Woodchips, die sortieren wir einmal so oder ordnen wir einmal so an. Das Verhältnis ist auch nicht schlecht, 1:3. So, damit haben wir dann schon mal Papier. Jetzt haben wir gesagt, die Kühe oben schlachten ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Also haben wir geguckt, geschaut. Materials and you. Na sowas. Shapeless Crafting. Da muss es bei sein. Na? Da war er. So, und da sehen wir halt, wir können das Ganze mit 3x Papier, einem String und 2 Blank Pattern können wir auch ein Buch herstellen, ohne dass wir Papier, nein, Leder wegwerfen, verwenden, wie auch immer. Dazu hole ich mir jetzt erstmal ein paar Strings aus unserer super geil funktionierenden Mob-Farm. Also, ja, die funktioniert auch wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt keine Ironie. Ein Buch brauchen wir ja eh nur. Brauchen wir auch nur einen String. So, wetzen. Laufen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2 meine ich natürlich. Dann hole ich mir hier keinen Obsidian raus. Wieso arbeitet der nicht? Achso. Der ist aus.
Der ist jetzt an. Ah. Jetzt was so. Gesagt. Ich glaube, du brauchst auch noch zwei Diamanten, ne? Ja, ja, die hole ich mir hinterher da gleich aus dem Ach so, Board. Ja. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier. Ach komm, lass ihn doch einen Moment laufen, ist doch egal. So, 1, 2 Diamanten. Diamantentanten. Und dann brauchen wir noch die Blank Pattern. Das Rezept kennen wir ja aus Tinkers Construct. Ne? Blank Pattern brauchen wir 2-mal. So. Zack. Oh, Stencil Worker. Dann das Papier. Dann den String. Fertig ist das Buch. So, das Buch oben hin. Diamant, Diamant. So, dann machen wir den erstmal wieder aus. Bist du gerade oben? Ja. Könntest du nicht mal einen so einen Schalter mitbringen, dass wir da mal einen Schalter am Igneous Extruder andübeln können? Ja. Sieht doch viel geiler aus dann. So. Fertig ist der Enchantment Table. Achievement Get. Enchanter. So, den Enchantment Table, den klatsche ich erstmal hier hin. Das ist alles erstmal nur vorübergehend. Kümmern wir uns erstmal um den Force Rod. Der Force Rod ist empty. Der braucht Force Gems oder Force Nuggets oder diese Force Shards. Diese Force Shards kann man nämlich auch nutzen. Damit füllt er sich mit Liquid Force. Gehen die Nuggets, die Barren gar nicht mehr? Nee, die Barren gehen nicht. Du kannst bloß die Gems die Nuggets glaube ich auch nicht. Nee. Ich habe jetzt da die Gems reingehauen. Ja, ja. So, geht schon. Der Force Rod ist nun aufgeladen. Und. Geht nicht. Warum nicht? Ich glaube, du musst dir den nur hinwerfen. Ach so. Und dann das Item anklicken. Den kann ich jetzt gar nicht abbauen. Hast du eine Diamantspitzhacke oder irgendwas, wo du Diamant abbauen kannst? Weiß nicht, was für ein Level das hat, aber ich habe eine Taumium-Pickaxe. Ja. Gut. Ich baue schnell eine. Ja. Naja, das ist mir zu riskant. Ja, ja, klar. Ich weiß auch gar nicht, wo meine hin ist. Ich hatte mal eine. Die ist weg. Komisch. So. Hinwerfen, sagst du. Okay, ja. Werfen wir ihn hin. Bam. So, fertig ist er. Zack. Der Force Infuser. Sieht so aus. Braucht Liquid Force. Und MJ. MJ, RF. Müsste eigentlich funktionieren. Ja. Funktioniert auf jeden Fall. Wir checken. Bam. Erfüllt sich. Gefällt mir so nicht. Kann den ja auch eigentlich von oben ansteuern, ne? Ist ja eigentlich Mumpe. Ja. Wie du willst. Ja. So. Bam. Fertig ist er. Und erfüllt sich jetzt mit MJ. So. Hier können wir halt Liquid Force reinknacken. Ich nehme da mal so ein Stackelchen raus. Force Gems. Zack. Rinn damit. Irgendwas war da noch mit Milch, glaube ich, ne? Ja, aber das ist wieder was anderes. Ah ja, genau. Das mit der Milch war irgendwie dieser Generator. Ja, das ist diese Force Engine. Da brauchst du zwei Flüssigkeiten. Entweder, also Dartcraft Liquid auf jeden Fall, die Force. Und mit Milch kriegst du da quasi ein Verhältnis 1:2 raus. Genau, und da hier ja kein Buildcraft drauf ist, ist es eh egal. So, wo haben wir das denn hier? Dartcraft. In Dartcraft gibt es auch noch so ein paar Bücher. Experience Tome und Upgrade Tome. Wir brauchen als erstes das Upgrade Tome. Ach, dafür brauchen wir noch ein Buch. Also hole ich mir nochmal auf die Schnelle einen String. Laufen, 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 laufen. 1, 2, Kamerad. So, zack. Da geht schon wieder ein Enderman in eine Brüche. Tot ist er. Ja, das mit der Überlaufkiste hier hinten, das hat richtig gut gar nicht leider geklappt. Echt nicht? Nö. Wie hast du das jetzt eingestellt? Lass mich kurz schauen. Ich vergesse das immer wieder. Ich muss das ja mit der hohlen Hand machen. Wiederholen. Ja, die Recovery Hearts und die... Aber keine Bögen, aber die Recovery Hearts. Ja, komischerweise werden die anscheinend nicht gefüllt hat. Die Bögen, bei den Bögen funktioniert's. Scheint eine Inkompatibilität zwischen den Mods zu sein. Können wir aber nichts dran ändern, weil ich will an dem Mod nicht großartig rumschrauben. Oder an dem Mod-Paket. Ich will das nicht up-to-date machen oder sonstiges, weil das ist nach wie vor die Version, die ihr euch runterladen könnt. Und zwar unverändert. So, ein Buch. Ein Buch ins Crafting-Feld und einmal den Force Rod. Und fertig ist der Upgrade-Tome. Ich glaube, du brauchst deinen eigenen, ne? Ja.
Brauche ich. Ja, dann bau dir das mal. Ja. Ich leg dir da schon mal... Ein Papier habe ich noch. Dann nehme ich das wieder mit. Ja. Was der Typ wohl denkt. So. Upgrade Tome. Reingelegt. Was sehen wir? Wir sehen nichts. Hier steht so ein bisschen Text. Da steht so ein bisschen Text. Gucken wir mal in das Buch rein. Geht auch nicht. Geht das nicht? Das Verkehrte? In dem Buch hat man doch sonst immer die Rezepte. Nee, ach, stimmt gar nicht. Quatsch. Völliger Blödsinn. Buch da rein. Aufs Fragezeichen. Info. So, Dartcraft 101. Dann haben wir hier Fragezeichen und noch mehr Fragezeichen und noch mehr Fragezeichen und noch mehr Fragezeichen. Und Next Page und so weiter können wir gar nicht. Soll man sich ganz, jetzt... Entschuldigung, ganz kurz. Hast du noch so Patterns? Nö. Kann ich dir aber reinlegen. Nö, kann ich nicht. Nö, kann ich dir aber reinlegen. Hm? Nö, nö, keine Ahnung, wie willst du denn das reinlegen? Hm. Mann, 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 jetzt habe ich gleich Pattern. Du bist mehr wie dein Schmock. Warum? Ich habe das anders gemeint. So, jetzt lege ich dir da zwei Pattern rein. Ich habe die doch schnell mal gecraftet. Oh. Junge, 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 du machst mich schwach. Weiß. So, bitteschön. Dankeschön. Gut, hier geht's jetzt weiter. Wenn ich jetzt da reingucke, soll man sich jetzt tatsächlich das Dartcraft 101 besorgen oder was? Ich meine, das war früher ja so Larifari nebenbei. Das hat man mal irgendwann gecraftet, wenn man das mal so gefunden hat. Das kann ich dir so jetzt nicht sagen, aber wenn du das schon siehst, dann ist es schon offen. Weil die anderen, die sind ja alle schwarz mit vier. Ach ja. Weißt du denn noch, was das erste ist? Das erste ist ein Force Nugget. Und der also das, soll. Das Item. Der soll, warte mal, it appears to be a small fragment of force. Perhaps I could use this modifier on a sword. Okay. Müssen wir uns also ein Dartcraft-Schwert bauen. Genau. Das geht wie ein normales Schwert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Nö. Geht das? Geht Nein. nicht. Nee, du brauchst die Force Sticks. Ach, schon wieder, da habe ich keine von. Doch, hier in der Kiste sind. Ich sag, ich habe keine davon, sagt er, doch, hier in der Kiste. Ja, ja. Aber die Crafting Station geht ja damit gar nicht. Ja, leider. Stimmt, da war ja was. Okay, ich nehme mir 15 Stück raus, hau einen da rein. Weil wir brauchen davon jetzt sowieso mehrere. Und fertig ist das Force Sword. Das Force Sword ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Attack 7, also macht schon mal mehr als das Iron Sword. Schwert, whatever. So, das Schwert da rein. Nun ist der Knopf hier unten frei. Go. Und bam. Knockback 1. So, Info. Jawohl, es hat geklappt. Das nächste müsste, glaube ich, diese Fledermausflügel sein, ne? Mhm. Die haben wir auf jeden Fall oben. Da, 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 da. Ja. So, jetzt ist die Frage, wo hast du jetzt eben gerade, oder woher hattest du jetzt gerade die Info? Wenn du auf das Item klickst, siehst du dann im grauen Feld oben drüber einen Text. Achso. Mhm. They say that bats hold a secret increased damage. Schwert? Ich glaube schon, ja. Warte mal. Gab ja auch noch einen Bogen und eine Rüstung, aber die Rüstung, meine ich, kommt erst viel später und die kommt auch nochmal separat. Du increased damage, das heißt doch Schaden abwehren. Müsste dann doch irgendwie Rüstung sein. Machst ein paar Schuhe. Kostet ja nicht viel. Reicht ja im Prinzip, wenn du einen Teil verzauberst. Musst ja bloß immer nur die einzelnen Schritte freischalten. Schuhe. Ja, ruhig. Stiefel da rein. Nee, ich habe nicht Ruhe gesagt, ich habe Schuhe gesagt. Achso. Und go. Und lose geht's. So. Damage. Was jetzt auch immer Damage sein mag. Alles klar, was haben wir als nächstes? Taste like win and diabetes. Ja, schön. Gut. Da ist bestimmt ein Schreibfehler, weil das sollte eigentlich Wein heißen. Bestimmt. Mhm. So, ich gehe mal nach oben, denn wir haben da schon mal was vorbereitet. Und zwar haben wir vorbereitet, dass es schneit. Das will ich jetzt nicht so aus damit. Ja, man muss auch mal Prioritäten setzen. Ja, ja. So, wir haben hier schon mal ein bisschen Zuckerrohr gesetzt. Das ist super gewachsen. Das ist richtig super gewachsen, weil hier der gute Street so viel Ahnung von Minecraft hat. Ja, genau. Da, wo du jetzt die Fackeln hinsetzt, müssen ja die Dinger hin. Ne? Wieso, hier Kollege. Sind noch zwei. Was? Hier sind noch zwei.
Folge ist übrigens auch umme. Was willst du da jetzt? Ja, hier. Das... Ja, super. Richtig gut. Du bist ein Guter. Und das Wasser? Mann, der macht mich verrückt. So, ich wollte auf jeden Fall nochmal zeigen, es gibt die Möglichkeit mit Sugarcane Seeds, und zwar werde ich den einen dafür mal wegnehmen. Nicht, dass es nachher wieder heißt, ihr habt gecheatet oder so. Die Sugarcane Seeds, die kommen woher? Muss ich ja mal kurz gucken. Rezept. Die werden beim Dirt 7, und das haben wir ja damals in den ersten Folgen zuhauf gemacht. Hast du da jetzt gerade wieder einen hingesetzt? Ja. Der macht mich echt kaputt. So. Ich hab noch. Zack. Sugarcane Seed und fertig ist der Sugarcane. Ne? Also ganz easy. Wer ist er denn? Ey! Aua! Ja, aua! Selber aua! Achso, die Dartcraft-Schuhe habe ich auch gleich an. So, ich mache das jetzt noch mit dem Zucker und dann in der nächsten Folge könnt ihr beim Street die nächste Stufe. Oder warte mal, ich stelle mal Tier 1 einfach fertig. Ja, genau. In den meisten anderen Let's Plays heißt es ja, das ist langweilig, wenn man euch das alles zeigt. Wir ziehen das jetzt aber wirklich mal komplett durch. So, ja, weißt du, auf was Zucker kommt? Moment. Oh, warte mal. Taste like Twin. Zucker war Speed. Schaufel oder sowas. Also irgendein Werkzeug. Okay. Stellen wir uns einfach mal vor, wir bauen uns eine Spitzhacke. Ne, mach doch eine Schaufel, da brauchst du bloß einen Ingot. Buhl, alter Geizknochen. Natürlich. Zum Geizhals. Zack. Ja. Go. Und? Und? Fertig ab. Speed, cool. Speed. Mhm. So, was haben wir als nächstes? Apparently, these forceful locks hold the power to quickly destroying their, what auch immer. Ich würde sagen, eine Force-Axt und dann hier so ein Force-Lock, ne? Mhm. Würde jetzt so Sinn machen für mich. Ja. So, eine Force-Axt. Oh, da verbrauche ich 3 Stück. Hast du gehört? 3 Stück muss ich verbrauchen. Ach, ich will es gar nicht hören. So. Die Axt da rein, Force Lock da rein. Na, jetzt dauert halt alles ein bisschen länger. Bam. Kannst du ja mal einen Snickers holen. Lumberjack. Ja, fertig ist dieser Tier. Weiter geht es dann mit Colorful, mit Nugget und was weiß ich. Und dann haben wir hier noch mit einem Force Pack zu tun und so weiter und so fort. Aber das wird euch dann der Street beim nächsten Mal erklären. Und ja, bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch was. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.